Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, was man bei Anmeldeangaben für Schutzrechte beachten sollte. Eigentlich klingt es ja ganz einfach, Anmeldeangaben in Schutzrechten anzugeben. Also wer ist der Anmelder? Ist das die GmbH oder die natürliche Person? Aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich zum Beispiel größere Aktenportfolien, überhaupt Akten übernehme, weiß ich, dass es gar nicht so einfach ist, die Anmeldeangaben richtig zu machen und oft Fehler passieren. So wird zum Beispiel ein Firmenname oft nicht so angegeben, wie er im Handelsregister wiedergegeben ist. Und dann ist es eben in Zukunft sehr schwierig, irgendwem, zum Beispiel dem Register, dem Deutschen Patent- und Markenamt, klarzumachen, dass dieses Schutzrecht der Firma gehört, denn diese Firma existiert ja unter diesem Namen gar nicht. In einem Verletzungsfall kann das dann zu fehlender Aktivlegitimation führen. Oder die Firma ist umgezogen und hat ihre neue Adresse dem Handelsregister oder dem Schutzrechtsregister oder beiden gar nicht mitgeteilt. Auch dann kann das Schutzrecht nicht sinnvoll durchgesetzt werden. Oder eine natürliche Person gibt die berufliche Adresse, aber nicht die Privatadresse an. Nach der Rechtsprechung existiert diese natürliche Person gar nicht an der beruflichen Adresse, sondern an der privaten Adresse. All dies kann dazu führen, dass ein Schutzrecht wie zum Beispiel eine Marke nicht mehr sinnvoll gegen Wettbewerber durchgesetzt werden kann, weil der Wettbewerber dann eben fehlende Aktivlegitimation geltend machen kann. Im schlimmsten Fall kann dieser Mangel auch gar nicht mehr geheilt werden, weil eben gar keine zeichnungsberechtigte Person für diese Firma existiert, weil die Firma eben entweder an dieser Adresse oder unter diesem Namen gar nicht existiert. Ein häufiger Fehler bei GbRs, also Gesellschaften bürgerlichen Rechts, ist, dass diese GbRs eine berufliche Adresse angeben, wo keiner der Gesellschafter tatsächlich wohnt. Was tatsächlich richtig wäre, ist, dass die Privatadresse wenigstens eines dieser Gesellschafter der GbR im Register hinterlegt ist, als eben Anmeldeadresse. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was man bei Adresseangaben von Schutzrechtsanmeldern beachten soll. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.